Jo, hallo Freunde der schönen bunten Klötzchenwelt. Ja, ich bin's wieder, euer Jockel bei Minecraft. Jo, und was machen wir natürlich? Wir klopfen Steine. Endlich mal wieder. Wir haben es lange nicht mehr gemacht. Boah. Ich habe übrigens ein bisschen Shader drauf getan und so, ne? Damit ihr ein bisschen übertrieben viele Lichteffekte habt. Und wir haben hier ein bisschen weiter gebaut. Wie ihr seht, ne? Hier habe ich den, ne, was ich angekündigt habe. Hier diesen Glasring. Ne? Der, ich mache allerdings erstmal nur zwei Etagen. Ne? Vielleicht mal noch irgendwann eine dritte, aber erstmal zwei nur. Zwei, ne? Einmal geht das hier so rum. Ja, dumm, kann man hier rumgehen, hier so schön und oh, geblendet durchs Licht. So. Gehen wir hier so lang. Achso, und wissen, welche Shader ich benutze, falls ihr das wissen wollt. Das findet man bei Grafikeinstellungen, bin ich der Meinung. Shader, genau hier. Ich benutze den CUDA Shader. Der andere Shader funktioniert nicht so gut bei mir. So, der CUDA Shader. Und was noch? Was ist noch vielleicht für euch interessant? Option, Ressourcenpaket. In Realistic Adventure, ja. Alles klar. So, da seid ihr informiert. Könnt danach googeln und das runterladen. Alles klar. Ich weiß nicht mehr, wo ich es runtergeladen habe. Wahrscheinlich auch von meinem Standardlink, den ich auch in der Beschreibung drin stehen habe. Also hier, ne, geht das dann einmal so rum und hier geht es dann hier runter. Wir haben erst so eine Rundtreppe gebaut, aber das sah kacke aus. Und dann habe ich gedacht, mache ich lieber sowas. Das war auch eine mittelmäßige Lösung, aber das ist anschaulicher als diese komische Rundtreppe, die dann irgendwie doch kacke aussah und auch viel Platz weggenommen hat. So, ne, also geht es hier rum. Und dann geht es hier ganz normal Treppe runter. Mhm. Und die Art, was kommen muss, alles, was so dahinter ist, muss weg. Diese ganze Kacke muss weg hier. Diese ganze alte Treppe muss weg. Huch. Und das werde ich jetzt anfangen schon mal. Diese alte Treppe abreißen. Mal gucken, wie mir das gelingt. Ich sollte die von oben abreißen, ne? Von oben nach unten gehen. Besser. Schlauer. So, hier. Das ist die alten. Der alte Rest, der geht weg. Ja. So, zack, haben wir jetzt mit dem Mist ab hier. So. Ab dafür. Das darf ich nicht abreißen. So. So. Ja, ich habe nebenbei Gong laufen, also wundert euch nicht wegen dieser komischen Musik, die zusätzlich im Hintergrund läuft. Wenn ihr das überhaupt hört. So. Ja, das kann alles weg hier. Das brauchen wir alles nicht mehr. Das kann alles weg. So. Na, vielleicht machen wir so einen Stützpfeiler hin, damit das so ein bisschen Sinn macht, dass es ein bisschen getragen aussieht. Das kann passieren. Das kann alles weg hier. Das brauchen wir alles nicht mehr. So. Das machen wir noch weg hier. Das sieht auch kacke aus. So. Upsala, dann machen wir hier unten noch, glaube ich, Slabs hin. Oder nochmal eine Reihe Klötze hin, damit das ein bisschen dekorativer aussieht. Und vor allem hier das Rote hier, das rausgucken, das ist doof. Rote Ziegel, der macht da oben ganz viel Sinn, aber hier unten sieht das dann scheiße aus. Das mache ich dann weg. So. Ja, das ist natürlich auch ein Backarbeit jetzt, das alles hier wegzuräumen. Ich glaube, das kann auch weg. Diese Überstände, die brauchen wir hier überhaupt nicht, so. Machen null Sinn. So. So. Ja, wir nähern uns der Wand und da ist dann die Wand. Die müssen wir dann gleich nochmal gerade ziehen. Habe ich Steine da? Natürlich nicht. Aber die Treppen brauche ich. Aber wir haben keine Steine da. Das ist doof. So. Hole ich gleich mal. Hoffe, ich finde welche. Mein Ressourcenlager. So. So, und die kann auch weg, da es hier eine glatte Wand werden muss. So. Okay, hier haben wir noch ein bisschen. Ich habe gar keine Schaufel mit. Schaufeln mit Stück. Mal weg hier die Erde. Wollt ihr das überhaupt hier wegmachen? Überlegen. Ne, hier ist die Wand. Da brauche ich hinten brauche ich nicht wegmachen. Oh, hier. Alles, was mit der Wand zu tun hat. Die ganze Wandlinie. Das muss weg. Boah, zu viel Erde, verdammt. Und ich habe keine Schaufel. Das ist doch scheiße.
Oh nein, ich muss hier. Shit. What for shit? So. Bin ich eine Fackel mit? Natürlich auch nicht. Keine Fackel am Start. Kann nichts sehen. Nur da oben kommen wir so hin. Das ist jetzt erstmal hier diese Wandgeschichte, dass die hier so einigermaßen läuft. Das geht gar nicht. Erzählen da Scheißdreck. So. Muss ich da irgendwie wieder raufkommen? Hier irgendwo raus. Ich will wieder raus hier. Muss ich mal gehen. Ich will da nicht raus, weil da muss ich so tief springen. Und leider eine Rüstung zu sehr drunter. Oh, natürlich. Ja, hier siehst du, hier sind wir draußen. Wunderbar. Yep. Sehr schön. Gut, dann gehe ich erstmal diesen glatten Stein holen. Oh, natürlich. Ich wollte gerade das vermeiden, ne? Dass ich hier aus Höhlen falle, an denen ich dann Schaden erleide. Und was mache ich? Ich falle in das tiefe Loch rein. Da haben wir so viele von gerade. So. Ja. Oh, da hängt eine Spinne unter. Super. Ja. Huch. Grafikfehler. Grafikfehler, guck mal hier. Nee, da nicht. Ah, jetzt nicht mehr. So. Ja. Da haben wir es. Jo, okay. Da unten muss er auch noch. Da müssen wir mindestens 5 Schichten runter oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall noch ziemlich viel. Muss da runter geholt werden. Gehobelt werden, damit wir dann endlich auf die Ebene kommen, die wir hinwollen. Na, das schmeiße ich mal hier rein. Die Erde ist auch hier. Irgendwas habe ich hier Falsches hier reingeschmissen. Ach, die Stufen, ja, die sind auch da rein. Die können auch da rein. Aber die Stufen gehören ja eigentlich in den Baumaterial. Wo sind die da sind die Stufen. Die gehören in die andere Kiste rein. Da haben wir extra Kiste für. Stufen, so. Stufen, Baumaterial, ja, jeglicher Art. So. Dann nehmen wir mit. Ich brauche noch Slappy Slap. Haben wir Slaps davon? Von denen hier? Keine Slap mehr davon. Dann machen wir uns ein paar Slaps. So. Dann nehmen wir ein paar Slaps. So. Okay, leider brauche ich es gerade erstmal nicht. So. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Keine Ahnung, ich brauche aber glatten Stein, habe ich gesagt, ne? Glatten Stein, muss ich auch irgendwo finden. Haben wir Ofenstein? Ja, yes, sehr gut. Nehmen wir mit. Das brauche ich nicht. Sehr gut, haben wir. Rufis. So. Bisschen störend ist das hier, ne? Deswegen ein bisschen schade. Eigentlich müsste das nochmal ein rüber. Vielleicht versetze ich das nochmal ein rüber hier. Also ein drüber rüber ist hier, ne? Was meint ihr? Ich glaube besser, ne? Ja, soll ich tun. Aber nicht jetzt. Muss jetzt nicht gemacht werden. Das kann später gemacht werden. So. Okay. Müssen wir wieder hier runter. Guck mal, hier, die Treppen sind sehr dunkel. Wird ein schöner Ort zum Spawnen. Vom Mist. Ja. Was muss alle weg hier? Nicht, dass wieder enger Loch da ist und die Fallen reinfallen kann. Wo steht hier die Treppe? Okay. Hier wieder rauf hab. So. Genau. Und dann machen wir natürlich die Wand hier erstmal wieder zu. Hopp. So. Ja, super. Ich bin ja auch der Schlauste. Vollpfosten. So, dann gucken, passen da, kann man da jetzt noch Stufen gegensetzen, oder? Tatsächlich geht. Okay, dann machen wir da jetzt eine Reihe Stufen daran. Obwohl, mal da natürlich hier so an den Seiten besser. Ja, genau das meine ich. Ich bin so ein Spast. Oh Mann.
Das kotzt mich an gerade ein bisschen. Ich bin so blöd. Vor allem auch daneben, total daneben gesetzt. Ich bin so hirnrissig. Mann. So. Mich nervt sowas immer. Ich kann sowas nicht ab. Bin ich echt angepisst bei sowas. Ist auch mir sowas passiert. So. So. So machen wir das. Haben wir in der Mitte noch einen hin? Das würde ein bisschen. Bisschen realistisch aussehen, keine Ahnung. Hier in der Mitte noch einen so machen. Oh, was können. Ja. So. Und dann. Genau. Und dann kommen hier überall dann die Slaps hier gegengesetzt. Hier, also zack. Ich hab Slaps gesagt, ne? Ja, siehst du, das meine ich mit meiner Blödheit. Ich ist nicht aushalten. Ich kriege Kopfschmerzen. So. Das löst bei mir bestimmt auch Schmerzen aus, wie ich hier arbeite. So. Oh Mann. So. Das machen wir erst schön glatt hier. So. Alle? Nächste. Geht. Machen wir das hier zu. So. Und dann geht das hier? Ja. Machen wir hier so einmal noch die Lage runter. So. Ja. So. Und da auch noch meinen Sitzen. So. Na, was? So geht's, ne? Ja, kann man so machen. Denke ich ja. Jetzt vertreiben sich da unten wieder rum. Und dann machen wir die nächste Lage runter. Boah. So. Okay, dann machen wir sie noch weg. So. Ja, wie gesagt, jede Menge Steine kloppen wieder. Das ist noch kein Ende in Sicht. Fackel, 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 Fackel. Hier ist eine Fackel. Ich mag nicht im Dunkeln sein. Ich habe Angst im Dunkeln. Also ich sollte was essen. Also tun wir das eher so hin. Weil Baum muss ich jetzt erstmal gerade nicht. So. Dann machen die Fackel da erstmal an die Wand hier. Damit wir hier Licht haben. So. Alles klar, machen wir das hier weg. Passiert leider zu selten, muss ich helfen. Achso, ich höre gerade ein Video zu. Oh. Die auch abwärts? Nein. Wo denn? Ich höre nur noch rumgrunzen, aber sehen tue ich nicht. So. So, machen wir weg den Scheiß hier. Yes. Kannst du mal Windows-Schutzschutztür machen? So. So. Hier ist noch eine Fackel, die wir noch hier anbringen können. Jetzt bringen wir das mal hier unten an, damit es da unten auch ausgeleuchtet ist. So. So. Und ja. Na, komm ich hoch angeschüsselt hier da oben. Jupp. Hopp. 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 Einer. Und der andere ist auch tot. Blub, blub, blub. So, dann geht's weiter.
Eine falsche Waffe in der Hand. Entschuldige bitte. So. Ah, ich habe meine Schaufel vergessen zu machen, ne? So. Die finden wahrscheinlich, sie ist alles so geil, weil sie es geschenkt bekommen haben. Hm? COCs, wenn ich das richtig ausspreche, habe ich mir ja auch geholt. Kostet knapp 70 Euro. Ich spiele es auch. Weiß gar nicht, ob ich habe. Ich wollte oder habe. Ich hatte eins gemacht, aber da war mein Mikrofon zu leise. Hoppala. Und dann ging das nicht. Habe ich das wieder gelöscht. Das war scheiße. So. Alles klar, so. Oh, ich muss meine Schaufel machen. Oh, ich kann auch meine Spitzhacke noch kaputt kloppeln, ne? Das können wir ja mal machen. So. Und dann habe ich auch schon wieder genug Folge aufgenommen. Dann könnt ihr wieder das nächste Endergebnis sehen. Also Endergebnis falsch. Ergebnis sehen, was sich hier so weiterentwickelt hat. War ich übrigens nicht alleine. Hier unser Ben040 hatte hier noch geholfen und Little Teufel oder was? Ich weiß nicht, wie er hieß. Kleines Teufel. Auf jeden Fall der kleine Teufel. Oh, ich kann nochmal auf sein Türschild gucken, da weiß ich sie da. So. Alles klar, haben wir es. Zack, zack. Sind wir mit. Ist immer noch nicht kaputt. So. So. Und das war's, genau. Jetzt siehst du wohl. Jetzt können wir hier wieder runter. Und dann gehen wir hier wieder hoch. So. Siehst du ja wohl. So. Okay. Dann bringen wir das Geraffel hier wieder weg. Das weg, das weg. Wir brauchen noch, das kann weg. Ja, die Stufen kommen natürlich hier. Ich pack die auch mal weg. Die brauche ich nämlich auch nicht. Die Stufen brauche ich auch erstmal nicht. Und die brauche ich auch nicht. Erstmal alles weg. So. Pilze. Wenn Pilze da liegen, das nehme ich mit. Ich kann noch in eine Suppe rein. So. Und ich brauche jetzt so eine Schaufel. Neue Spitzhacken. Achso. Ich wollte euch mal zeigen, wie das Wasser jetzt aussieht. Ich weiß gar nicht, mein vorigen Video zu sehen ist, ob ich da schon das die Schäde hatte. Ich glaube noch nicht. Wenn ja, habt schon sieht es halt zwar Wasser. So, gehen wir mal hier so hin. Ja, auch so schon, wie es hier so schon so wobert, das Wasser ist schon geil. So. Was ist das für ein Bug hier schon wieder? Ah, so. Hier, seht euch das mal an jetzt hier. Wie das Wasser aussieht. Wie ich das so geil finde. Wie ich das so feier. So schön. Einfach schön. Mit der Sonnenspiegelung und so geil. Finde ich einfach geil. Das ist schön. Jo. Das ist übrigens mein selbstgebautes NPC-Dorf. Admin habe ich mir herausgenommen, so ein Dorf da einfach hinzustellen. Man kann sowas bauen, aber da wird sich keiner ansiedeln. Man muss da schon Admin-Rechte haben und dann eben halt NPCs da anzusiedeln. Und die Gebäude müssen eine bestimmte Richtlinie erfüllen, damit die da drin wohnen. Also das tun sie nämlich nicht. Ja, dann hauen sie ab oder crashen sich irgendwo in ein Loch rein oder so, keine Ahnung. So, ich finde das so geil hier mit den Schatten. Oder? Cool, das ist so cool. Cool. Wie sehe ich denn eigentlich aus? Wir waren das bei 5, ne? So, ja. So sieht das aus. Mit meiner Dia-Rüstung aus. Ja. Genau. Mit leider kein. Achso, von hinten. Ah, ja, genau. Jo. So. Alles klar. Nur wieder runter. Und dann mache ich mein Werkzeug fertig. Und verabschiede mich an dieser Stelle dann von euch für heute. Und wir sehen uns dann ja, in den kommenden Wochen irgendwann in irgendeiner Folge wieder. So.
Hundis werden, ja, werden immer mehr. Ich vermehre sie immer so sukzessiv. Aber ich habe das Gefühl, auch manchmal werden welche, verschwinden welche oder die werden hier kalt gemacht, keine Ahnung. So. Alles klar. So, also. Seid alle gesund. Habt euch wohl. Bis demnächst. Euer Jockel. Ciao.